bin Profi Brody, weiße Brille, weiße Cap. Ich bin Profi Brody, alles andere nur Dreck. Hallöchen Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute schauen wir uns das Video von CEO an. Dieser YouTuber isst sich langsam zu Tode. Ich habe das so schon TikToks gesehen. Ist ein bisschen sad, wie er früher aussah, wie er heute aussieht. Ich kenne den YouTuber nicht. Ich habe den vor Jahren mal irgendwann gesehen. Kurz irgendwie eine Sequenz oder kurz mal kam der irgendwo vor. Seitdem nie wieder gehört von und scheinbar hat er ein bisschen Masse zugelegt. Let's go, ich bin gespannt. Lass nochmal den Mülleimer rammeln. Och Leute, nein. Was? Der Originalclip ist mittlerweile 5 Jahre alt und ihr wollt ihn immer noch sehen. Was ist denn da los, ey? Nee. Aber okay, Leute, wenn totschweigen. Das Internet vergisst nie. Dieses Meme nicht killt, dann probiere ich es jetzt mal mit kompletter Übersättigung. Also bekommst du, Minium, nicht nur einen Mülleimer, CEO. So ein geiler Mülleimer. Sondern 4. Oder ja. Sagen wir sogar 16. Wieder Toast, einmal geil. Oder wie wär's mit 64? 1024? Über 65.000? Scheiß drauf, hier bekommt ihr die Millionen. Ja. Ja. Hä, wer hat denn das gemacht? Ich würde sagen, willkommen, dass er das alles selbst bei sich so alles Kästchen hingesetzt hat. Also gibt's da eine App für oder sowas? Was geht ab, Elite? Zeus hier! Ja, Leute, es ist soweit. Das hier ist die allerletzte Folge von Talk and Comments für dieses Jahr. Ich hab's ja schon auf... Den Clickbait will ich auch auf jeden Fall machen. Ich habe ja schon gesagt, ich werde nächstes Jahr so einen Titel schreiben. Das letzte Ninjago-Video. Ich werde euch morgen mal extra vorwarnen dafür. Ich will diesen Clickbait einmal in meinem Leben machen und dann nicht mehr. Vielleicht auch nächstes Jahr nochmal, aber ich will den einmal in meinem Leben machen. Twitter gepostet, mir geht's überhaupt nicht in den Kopf rein. Sind wir dieses Jahr nicht 2020 gestartet? Ja, und ich auch. Wirklich 2022 oder ja. Was zum Geier? Also Leute, es scheint so, wir müssen wirklich jetzt sehr schnell loslegen. Ich habe euch auf Twitter gebeten, mir Fragen zu stellen. Natürlich kam da nur geiler Scheiß zurück. Deine Mutter! Hey, gib bitte nicht auf Mutter. Gib bitte nicht auf Mutter. Ich würde sagen, die pfeifen uns nun rein. Eure Fragen, meine Antworten darauf. Los geht's. Hast du dir wenigstens ein neues Brettchen gekauft? Ja. Wer es nicht weiß, im letzten Video habe ich wegen einem leicht sexistischen YouTube-Short diesen Einspieler gedreht. Oh, war's geteilt? Und dann der. War das geplant? War das geplant, dass er das Ding wieder im Kopf zerteilen kann? An der Stelle mal Fun Fact. Tatsächlich war es gar nicht geplant, dass er das Brett zerbrechen sollte. Ja, dann hat sich auch gut weitergeactet an der Stelle, muss ich sagen. Das kam so frisch, so, oh, da hatte ich gesagt, oh mein Gott, das ist kaputt gegangen, ist einfach so, so, zack, das war's. Das wäre mega geplant, ey, das war richtig schauspielerische Glanzleistung, ne, Improvisation, sau gut. Wolltest du nur auf den Kopf hauen, mehr nicht. Das merkt man sogar daran, weil ab einem gewissen Punkt kann ich mir das Lachen sogar gar nicht mehr verkneifen. Leute, jetzt müsst ihr mich Kung Fu CEO nennen. Ja! Was für Memes feierst du momentan am meisten? Ey, da muss ich gar nicht lange überlegen. Momentan feiere ich einfach passend zur momentanen Serie Seven vs. Wild die Memes dazu. Weil ohne Scheiß, die sind... Gut, die sind okay. Also diese, wir haben letztens mal die Memes geguckt, das war so lala. Aber die YouTube-Kacke dazu von einem anderen YouTuber, die war richtig, richtig gut. Die war funny. Mit Tanzerboot im Wald und so, das war geil. Wirklich nicht schlecht. Wenn du dir deinen kleinen Zeh anstößt. Ah, der hat sogar das Video hier angeschaut, wo wir drauf reagiert haben schon mal. Achtung, Verwechslungsgefahr. Wenn dein Vater das Zeugnis sieht und überlegt, wer dich bestrafen soll. Okay, gut. Ich hab schon eine Idee. Meine Freundin nach dem Vorspiel. Mir fallen meine Hände und Handgelenke fast ab. Aber es steht. Wie du dich instant als Vollidiot outest. Wie jetzt? Ich will dir nur danken für einige tolle Jahre mit dir und deiner super Community. Ich find's wie immer voll lieb, wenn man mir sowas schreibt, aber ganz ehrlich auch Dankeschön, dass du hier dabei bist. Jetzt, wo das Jahr zu Ende geht, muss ich generell mal Danke an euch alle sagen, dass ich dieses Jahr hier so frei ausleben durfte auf YouTube. Und hoffentlich darf ich das 2022 natürlich auch noch. Was die Community an... Danke Leute, dass ihr alle meine Videos schaut und auf Twitch vorbei seid. Meinen größten Dank an alle, die auf Twitch vorbei schauen, weil ihr mich auch live ertragen wollt. Dankeschön. Geht natürlich, da gibt's ja solche, aber auch solche Leute. Ey, Mondgesicht ohne Scheiß. Seit einem halben Jahrzehnt machst du mich schon fertig. Jetzt hör doch mal auf, Mann. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Dass Minecraft 1 Billion Views gemacht hat. Ja, Leute, wer es verpasst hat, YouTube hat bekannt gegeben, dass wenn man allen Minecraft-Content zusammenrechnet, kommt man auf 1 Billion Views. Und aber wie haben sie das gezählt? Was ist, wenn ich ein Video mache, wo ich, eine Sekunde. Achso, okay.
war ich gar nicht so. Was ist, wenn ich ein Video mache und ich nenne das Chicken Toast in Real Life und dann ist es aber ein Minecraft-Video, macht die Kategorie auch nicht rein, schreibt nirgendwo in den Text rein, dass es Minecraft wird, dann wird es Minecraft, wenn nicht, dass es ein Minecraft-Video ist. Also vielleicht war es schon Ewigkeiten vorher schon so, dass es ein Minecraft-Video, dass es ein Minecraft, dass es mehr Views hatte. Ich war so beeindruckt, weil ich war so, ja toll, Minecraft-Videos gibt es aber auch super, super viele über die ganzen Jahre jetzt schon. Mhm. Allein Gronkh hat doch bestimmt schon etliche 100 Millionen Views nur wegen Minecraft gemacht, oder nicht? Aber man muss ja bedenken, dass es ja nur 7,7 Milliarden Menschen gibt. Allein das heißt ja schon, dass jeder Mensch auf der Erde durchschnittlich 130 Minecraft-Videos in seinem Leben geschaut hat. Und dabei haben ja noch einmal locker 3 Millionen Menschen nicht einmal einen Internetzugang. Es muss also wirklich Menschen da draußen geben, die ohne Minecraft-Content gar nicht mehr leben können. So, das reicht jetzt, du hast jetzt Minecraft-Verbot! Nein, das geht nicht! Nimm das zurück oder ich bring mich um! Was? Ja, was? Jetzt übertreib doch nicht! Ich will, dass ich umbringe, jetzt im Kopf ins Wasser stecken oder was? Jaren das machen, direkt tot. Was machst du denn da? Fun Fact, man kann sich so nicht umbringen, das geht so nicht. Du hast einen Reflex, automatisch wieder hochzukommen. Na gut. Was hältst du davon, Beziehungen über soziale Netzwerke zu halten? Habt ihr nicht mitbekommen, dass ein paar Leute auf dem Discord-Server, wo ich aktiv bin, zusammen sind? Ja, ich weiß, man kann da super leicht zu einem Entschluss kommen, dass so eine Fernbeziehung, wo man sich ja teilweise noch nie in Real Life einmal gesehen hat oder so, dass es nicht wirklich eine echte Beziehung ist und dann kann man es ja gleich gut sein lassen. Aber Leute, am Ende ist es doch so scheißegal, wenn sich zwei Menschen da irgendwie eine gute Zeit machen oder so. Lieben und lieben lassen. Also man kann es ruhig positiv sehen, dass auch wenn es vorübergehend ist, hat man sich eine schöne Zeit gemacht und allein das ist schon mal was wert. Ja. Ist es nicht langsam Zeit für letzte Insta-Time des Jahres? Also ich, ist es der Weg, und nicht das Ziel. Gut. Ja, komm Leute, die ballern wir jetzt raus. Insta-Time! So, ich höre jetzt auf Instagram eine kleine Frage raus und später im Video reagieren wir dann live darauf, was dann so da für Antworten zurückkommen. Ich bin sehr gespannt. Ho, 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 Leute, willkommen zu Instagram-Time. Jetzt mal reinschreiben in die Kommentare, wie könnte euer Beziehungs... Was ich aber frage ist, warum macht Zio das Instagram-Time hochkant? Nicht hochkant. Weil eigentlich ist seine Instagram-Story so hochkant. Er kann sein YouTube-Video ja auch easy dann so hochkant zeigen. Und ja, wäre doch so viel sinnvoller, oder? Weiß ich nicht. Weil damals war es ja Facebook-Time, wie es ja früher. Und da kann ich verstehen, dass man es quer macht, weil da hat man eher Facebook halt Videos so quer geguckt. Aber jetzt hier so? Partner euch so richtig abfacken. Falls ihr keinen habt, dann rein hypothetisch natürlich. Würde mich sehr interessieren, würde ich sagen. Sieht man sich schon hoffentlich dann bald im neuen Video. Und schon mal frohe Weihnachten. So nah irgendwie. Juhui. Machst du wieder ein Drummer Year? Ja, natürlich, das wird's geben. Oh. Aber noch viel mehr. Deswegen auf alle Fälle jetzt mal euren Kalender zücken, Leute. Ihr bekommt jetzt noch von mir so ein paar Daten, damit ihr auf keinen Fall was verpasst. Okay. Nächste Woche am Montag und am Dienstag, das ist der 20. und der 21. An diesen beiden Tagen mache ich den Jahresbest-Off-Stream. In diesem Stream schaue ich alle meine Videos von diesem Jahr nochmal, um halt die besten Stellen rauszusuchen und generell so ein bisschen. Das könnte ich jetzt nicht unbedingt. Wenn ich das machen würde, dann dann würde ich die ganze Zeit wirklich Videos gucken nur noch. Ich bringe allein in einer Woche teilweise 4 Videos raus, die teilweise auch eine halbe Stunde gehen. Ich würde dann nie in meinem Leben mehr rauskommen. Wie viele Videos wären das eigentlich, wenn es 52 Wochen sind? Mal 4. Sagen wir mal 4 Videos immer die Woche. Manchmal sind es noch nur 3, aber mal 4. So, das sind 208 Videos, habe ich in einem Jahr rausgebracht. Der ist schon mal krass. So, ey, das jetzt noch jeweils, sagen wir mal, die Mitte zwischen 20 und 25, 30, 25 Minuten lang gehen die Folgen. Dann haben wir 5200 Minuten, was wiederum durch 60, 86, fast 87 Stunden wären. Das wäre ein sehr, sehr langer Livestream. Wie viele Tage sind das jetzt nochmal? Ist das durch 24 Teile? Sind das drei, fast mehr als 3 Tage? Och Mann, ey, nein. Ja, so ein paar Facts zu den ganzen Videos zu erzählen. Oh, hoppala, mein Hund fällt runter. Aber eben auch, um so ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen und auch so ein paar Daten zu sammeln für meinen Drummer hier halt eben. Streamen tue ich, by the way, wie immer auf Twitch. Hier auf dem Hauptkanal kommt nächste Woche mein Drummer. Übrigens, Leute, Fun Fact: Unge wandert auch noch Twitch wieder aus. Der streamt wieder auf Twitch ab nächste Woche, glaube ich, ja. Hier. Kurze Werbung, wenn mein Bro ja pushen. Und
und die Woche darauf mein Jahresabschluss. Wer hier nicht lacht, hat nicht meinen Humor. Teil 6 müsste es mittlerweile sogar schon sein. Wenn ich weiß, was das ist sozusagen nochmal das komplette Finale von diesem Jahr. Also es ist sozusagen ein Best-of mit nochmal extra Einspielern und alles so ein bisschen Lustigkeit da aufgezogen halt. Ihr werdet schon sehen. Auf Zio Live kommt natürlich auch noch ein Let's Rutsch online. Das mache ich jedes Jahr, da labere ich einfach nochmal so 2-3 Stunden vor mich hin und habe einfach so einen schönen Abend mit euch. Also ich blende hier nochmal alles ein. Ja, ich werde übrigens auch am wahrscheinlich in Silvester wieder Livestream mit Anna zusammen. An Silvester, was habe ich gesagt? An Silvester, ne? Was habe ich gesagt? Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Ihr merkt schon, dieses Jahr ist schon noch was für euch geboten. Noch ist das Jahr nicht vorbei. Okidoki. Was sagst du dazu, dass Nikado Avocado, der Mukbang-YouTuber, sich krank frisst? Ja, das, das ist mein ganzes Thema jetzt. Natürlich ist es schon krass, wenn dein Beruf es ist, richtig, richtig viel zu essen und du deswegen in fünf... Guckst du da früher aus, ne? Sah der früher aus. Aber warum gucken Leute ihm dabei zu, wie er isst? Das ist so weird. Ich weiß es nicht, ich könnte das nicht. Also klar, im Livestream so mal, wenn er nebenbei noch was macht oder wenn er so am Quatschen ist nebenbei, ja. Aber in einem Video? Scheinbar scheint es ja sehr erfolgreich zu sein. Jahren von dem hier zu dem hier wirst. Und natürlich sind da einige Zuschauer einfach um die Gesundheit sehr beunruhigt. Weil man darf einfach nicht unterschätzen, wie tödlich so eine Art... Gut, man kann aber auch, natürlich klar, amerikanisches Essen, sehr fettig und da kann man easy mal so werden wie er. Andererseits hat er natürlich auch viele, kann es auch sein, dass er hier noch eher jünger war und der Stoffwechsel sich auch geändert hat, ne? Also klar, es ist trotzdem nicht gesund. Es ist trotzdem nicht gesund. Art von Ernährung auf mehrere Jahre sein kann. Das Ding ist halt, ich glaube, finanziell gesehen hat er es gar nicht nötig, diesen Content zu machen, weil ich denke, er hat schon ausgesorgt mittlerweile. Und auch den Content, glaube ich, könnte man locker umstellen auf einfach gesünderes Essen. Ich glaube sogar, das könnte neue Zuschauer auch dazu gewinnen. Zumindest, glaube ich, wäre es schon auch interessant zu sehen, wie schnell man auch wieder Gewicht verlieren kann, wenn man... 25? Ja, aber es ist auch schon... Gut, unter 25 noch nicht, ja. Aber so ab 25 bis 30 ändert sich der Stoffwechsel nochmal. Okay, gut, dann war es doch schon vorher dann auf jeden Fall krass. Aber man weiß halt nicht, ob da halt nur in den Videos so viel ist oder ob auch dann halt abseits von den Videos halt so viel ist. Ne? Das war die Sache, die ich halt mich gefragt hatte. Deswegen die Aussage. Man mal alles auf kalorienarme Sachen umstellt. Bisher scheint es aber so, als wolle er gar nichts ändern. Also Kritik ist da wirklich, die prallt einfach an ihm ab. Und daher... Was und hat teilweise auch dann Szenen drin, wo er kaum Luft bekommt vom Essen und dann sich so ein Sauerstoffgerät an die Nase hält, um wieder Luft zu bekommen. So, hä, Bruder, wenn du schon merkst, du Maschinen brauchst, um zu atmen, dann will ich mir mal Gedanken drüber machen. Deswegen schreibt mir gerne mal eure Meinung rein, würde mich sehr interessieren. Wie bald legal, deine Meinung dazu? Ich finde es mal interessant, das Ganze auszuprobieren, wie sich das Ganze so entwickelt für Deutschland, also welche Vor- und Nachteile entstehen und dann kann man ja in 1, 2, 3 Jahren nochmal Gesetze anpassen oder Vorgaben irgendwie nochmal justieren. Justieren? Was hört euch denn hier raus? In anderen Ländern hat es ja auch schon sehr gut geklappt, deswegen bin ich da, ja, sehr gute Dinge. Und es sei noch gesagt, ich selber habe jetzt nicht so viel Interesse an Gras, also mir ist das ganze Thema eigentlich nie so wirklich wichtig gewesen. Wie läuft der Bierentzug? Stimmt, das wissen bisher nur die Twitch-Zuschauer, ne? Also Leute, ja, es ist wahr, ich fahre meinen Alkoholkonsum einfach für eine längere Zeit stark runter. Oh mein Gott, sogar eine Liste erstellt, wo ich Oh nein! Also, ist hier wirklich eine Art Sucht oder was, wenn er sich schon eine Liste macht, dass er kein Bier trinken darf? Also ich finde schon mal gut, dass Theo dann scheinbar, wenn er süchtig war, jetzt hier anfängt, da Konsequenzen zu ziehen. Finde ich gut. Also ich wusste nicht, dass es bei Theo so krass ist, weil wenn er schon selbst eine Liste macht, ist es ja irgendwie auch schon krass, ne? Also, will ich mal dazu sagen. Du machst dir keine Liste, wenn du weißt, dass du es easy aufhören kannst mit. Ich habe ja auch keine Liste gemacht, als ich meinen Rotweinkonsum eingestellt habe. Ich habe früher zum Genuss halt immer gern zum Abendessen ein Glas Rotwein getrunken. Jeden Abend. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt reicht es mit dem Rotwein. Aber ich habe aufgehört und schon seit einem Jahr nicht mehr getrunken und mich juckt es nicht. So, es war keine Sucht, es war ja so, weil es schmeckt halt, ne? Und hier, Bier, wenn du schon eine Liste machen musst, schwierig. Wieso Raucher die Liste machen, wenn heute nicht geraucht und so. Brav eintrage, damit ich mich selbst nicht bescheiße. Und vor allem, dass er auch nur 0 einträgt. Das heißt ja schon, dass er teilweise auch an einem Tag mehr als ein Bier getrunken oder was? Weil du kannst ja so eine Checkliste machen, dass du schon sagst, so Bier getrunken oder Bier nicht getrunken. Aber scheinbar hat er dann jeden Tag mehrere Bierflaschen getrunken. Oh, und ansonsten ist dann so, die Wodka-Shots gehen dann hoch oder was? Damit ich mich selbst nicht bescheiße. Und diese fülle ich immer aus, wenn ich live auf Twitch bin, damit ich auch so ein bisschen einfach noch mehr einen Ansporn habe, auch wirklich immer schön 0-0 einzutragen. Natürlich finde ich es schon okay, wenn ich mal, keine Ahnung, an Silvester ein Glas Sekt trinke oder so, aber ich will es einfach so minimal wie möglich halten. Mir ist einfach aufgefallen, dass ich dieses typische Corona-Lockdown-Bier mir täglich reinballer, manchmal auch 2 oder auch 3. Okay, ja. Und wenn ich es weitermachen würde, wäre das auf Dauer wirklich nicht mehr gesund. Ja.
Nein, es ist auch jetzt schon nicht gesund. Man redet immer drum rum, merkt ihr das? Das ist Wahnsinn, oder? Bisher läuft sehr gut, also noch habe ich keinen Eindruck, dass ich irgendwie so bin, so, ach du Scheiße, ich brauche jetzt mein Bier, sonst drehe ich durch. Wie jetzt? Was war der größte Erfolg für dich in diesem Jahr? So blöd, wie es klingt, eigentlich nur, dass ich halt einfach durchgehalten habe. Ey, was wird das für eine Feelgood-Folge hier? Wahnsinn. Ja. Mein größter Erfolg dieses Jahr war... Ich finde halt einfach auch, dieses Jahr war vermutlich für uns alle nicht unbedingt einfach. Deswegen, ich glaube, wir dürfen uns da schon mal so ein bisschen auf die Schulter klopfen. Wir haben es durchgestanden, das ist einfach eine Leistung. Und nächstes Jahr... Ja, das nächste Jahr rocken wir auch. Vergiss nicht die Insta-Time! Ja, stimmt, komm, die lösen wir jetzt auf. Ich habe letztes Jahr eine Liste geführt auf Twitter, wo ich gefragt habe, wo ich mich selbst gesagt habe, was ich dieses Jahr alles erreichen will, was mein Plan für dieses Jahr ist. Und ich kann mal rausholen, wo ich es habe. Letztes Mal auf Twitter mal repostet, deswegen finde ich es wahrscheinlich besser jetzt, schneller, weil es weiter oben ist. Hier. Meine Ziele fürs neue Jahr. Masterstudium abschließen, Muskelmasse, Zeit des Buch veröffentlichen, neue Formate auf Brody, WG-Format auf Erlöchen, weiter in Daddy Streams, Konzept für eigenen Cartoon. Okay, also, was haben wir alles geschafft? Nein. 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 Ja. Nein. Ups. Nein. Ja, kann man schon so sagen, weil ich verfasse eigentlich jeden Tag live. Und das ist Creative Sunday, das war eine Idee an dem Tag, aber das war komplett weg. Ja. Ich glaube, das hier, diesen Punkt... habe ich innerhalb des ersten 2 Monate gemacht und danach nicht mehr angefasst. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass in der Zeit schon wieder ein Jahr vergangen ist, seitdem ich die Idee hatte hier. Ist ein Jahr vergangen schon wieder, es ist fast ein Jahr, es ist übel krank. Aber ja, cool. Hat ja gut geklappt. Nächstes Jahr kann ich dieselbe Liste auch nochmal reposten. Dann hast du es, kommt selber raus. Insta-Time. Ja Leute, die Frage war ja, wie könnte ein Beziehungspartner euch so richtig auf den Sack gehen? Und ich bin sehr gespannt, was dazu kommt von euch. Niki Stinky schreibt, hab keinen und werde auch nie einen bekommen. Niki, sag doch sowas nicht. Das kommt schon noch. Manchmal dauert es ein bisschen länger halt eben. Kann nicht jeder mit 20 schon verheiratet sein, das wäre ja auch irgendwie wild. Ja, vielleicht will man auch keinen Partner. Es gibt viele, die wollen einfach Single bleiben. So. Wollte ich mal Katzen? Niki schreibt, den Stecker vom PC ziehen wäre schon richtig hart. Karin hat ohne Scheiß mal während dem Zocken meinen Rechner ausgemacht. Das war anders wild. Also, Digga... Arzo schreibt, wenn er sie mich betrügen würde. Und ja, das natürlich ist der Klassiker. Natürlich wäre das scheiße. Leo schreibt, Adventskalender komplett auffressen. Oh ja, das ist hart. One Guy in His Bike schreibt, ich hasse es, wenn mir jemand steht. Adventskalender können wir aufmachen von meinem Playmobil-Kalender. Stimmt ja. Haben wir die 19 schon aufgemacht? 19 auch noch nicht. Hey, krass. Mach nach dem Video. Nach dem Video. Wenn ich in den Haaren rumwuschelt. Alter, das geht wirklich. Also kommt auf Twitch vorbei, Leute. Kommt auf Twitch vorbei und dann seht ihr auch, wie ich keine Türchen aufmache. Was hat er vorhin gesagt, ne? Oh ja, das ist hart. One Guy in His Bike schreibt, ich hasse es, wenn mir jemand ständig in den Haaren rumwuschelt. Alter. Oh ja, das hasse ich auch, wie die Pässe immer in meinen Haaren rum. Okay, das ist mega lustig, weil ich habe keine Haare auf dem Kopf. Das geht wirklich auf den Sack, oder? Ein Dankeschön geht hier raus an alle Kanalmitglieder. Ey, Togge, ganz ehrlich, gib's zu, die sind einfach nur noch geil, oder? Und ein ganz großes Spiel raus an Drü, Ziolino, Groover, Surflauschig, Jona, Fabian, Cookie Island, Bohne, Zinizo, Jan Philipp Zockt und Exodus für stark unterstützen. Tor gekommen. Einfach nur Hammer, oder? Abonnieren, Glocke aktivieren, Daumen hoch manipulieren und weiter masturbieren. Ja, fühle ich. Ey Leute, das ist so geil, wie es momentan vorangeht, Leute. Nächstes Jahr holen wir uns die 500.000, oder? Ich wünsche dir an der Stelle jetzt noch... Ja, Leute, nächstes Jahr holen wir uns die 80.000, oder? Ihr seid leider so, es ist lustig, weil es traurig ist, weil es wahr ist. Immer eine schöne Restwoche und noch viel Spaß hier auf YouTube. Dein CEO. Ja, nice, sehr cooles Video. Lasst mal ein Like da, geiles Ding. Kommt schon bei Leute für den Tag live und abonniert natürlich die Glocke, dass ihr keine weiteren Videos verpasst. Und lasst ein Like da. Bei CEO auch, Link in der Beschreibung alle. Peace out. Ich bin Profi Brody, weiße Brille, weiße Cap. Ich bin Profi Brody, alles andere nur Dreck.